Guten Morgen, Rohkosttee. Ich koche meinen Tee nicht mehr. Seit ich den Tee wieder für mich entdeckt habe, seit der Rezension von Roberts Teehaus, wo ich diese 5 phänomenalen Teesorten hatte, die ja schon so geschmeckt haben, ohne dass man die irgendwie eingeweicht hat, und ich erstmal realisiert habe, was Tee bedeuten kann, ja, bin ich einfach der größte Tee-Fan ever. Und das ist eigentlich das, was ich am meisten trinke am Tag. Tee oder... Na, Wasser ist noch das meiste, denke ich, weil zwischendurch immer mal ein wenig Wasser. Und da fragt der ein oder andere sich natürlich: Christian, warum tust du den Tee denn rohköstlich zubereiten? Wie meine Erfahrungen da sind und wie lange und welche Teesorten, da kommen wir auch noch in dem Video dazu. Aber als erstes mal die grundsätzliche Frage: Warum kochst du deinen Tee nicht wie jeder normale Mensch? Naja, zum einen bin ich wahrscheinlich nicht normal und zum anderen fühlt sich das einfach für mich nicht natürlich an. Jetzt werden mit Sicherheit auch wieder Menschen die Frage sich stellen, ja, was ist denn heutzutage schon natürlich, und Natürlichkeit ist doch was ganz anderes und wir haben uns auch entwickelt und das ist ganz wichtig, den Fortschritt auch zu lobpreisen. Und ja, okay, wunderbar. Wenn das dein Weg ist, dann freue ich mich, dass du deinen Weg gefunden hast. Ich hingegen finde jeden Verarbeitungsschritt, wo ein natürliches Produkt in irgendeiner Weise modifiziert wird, fühlt sich nicht gut an. Und da brauche ich keine wissenschaftlichen Studien dafür oder in irgendeiner Weise eine Erklärung für einen anderen Menschen, der das nachvollziehen kann oder der das dann bestätigt und sagt: Christian, du hast recht. Mir ist scheißegal, ob alle Welt denkt, ob ich recht habe oder nicht recht habe. Darum geht es im Leben nicht. Da geht es im Übrigen bei auch viel intensiveren Themen nicht darum, um Recht und um Unrecht. Bei dem Rohkosttee, das fühlt sich einfach gut für mich an, diesen Tee entweder direkt in Rohkostqualität, wie zum Beispiel Kräutertee sind fast alle Rohköste, weil die einfach ganz schön getrocknet sind. Dann gibt es ja noch den weißen Tee, den grünen Tee, den schwarzen Tee. Da muss man immer genau schauen, nicht alle sind rohköstlich. Manche sind auch schon erhitzt worden, allerdings ändert das ja nichts an meinem intuitiven Gefühl, egal ob der schon erhitzt wurde. Ich möchte nicht noch einen Verarbeitungsschritt hinzufügen, sondern die Dinge so natürlich wie möglich. Und das heißt eben auch nicht, dass ich jetzt den Tee ungetrocknet irgendwo vom Baum pflücken muss. Nö, das bedeutet das nicht. Weil diese Natürlichkeit oder der Wunsch, etwas so unverarbeitet wie möglich zu essen, das ist einer von 50.000 Prioritäten, die man im Leben hat, wo man abwägen muss. Ich nehme das so, wie sich das gut anfühlt. Und es fühlt sich gut an, einen Tee zu nehmen, der hochwertig ist, der sehr preiswert ist, der also seinen Preis wert ist. Und ob dieser direkt Rohkostqualität hat oder nicht, ist egal. Aber dann einfach diesen Tee so zuzubereiten, indem man den ins kalte Wasser schmeißt. Wie lange und was es da für verschiedene Teesorten gibt, die ich ausprobiert habe, da kommen wir auch noch in dem Video dazu. Also der erste Grund ist, dass ich einfach total gerne natürlich die Produkte zu mir nehme. So natürlich wie möglich. Der zweite Grund ist, dass ich keinen Strom verbrauche. Wenn ich den Tee in das kalte Wasser lege und einen Auszug mache, brauche ich keinen Strom. Ich bin unabhängig. Ich bin flexibel. Das ist ein Gefühl der Freiheit. Und das mag der ein oder andere nicht nachvollziehen können. Aber auch da ist es eben so. Ich kann vielleicht auch Gefühle des anderen nicht nachvollziehen. Ist auch gut. Ja, und dann kommt es da noch ein Grund, der für mich auch sehr, sehr bedeutsam ist. Insbesondere wenn da natürlich Rohkostqualität vorliegt. Aber selbst wenn nicht, manchmal ist das ja so ein Gradmesser, also nicht ein Gradmesser, aber so, man weiß nicht genau, wie viel abgetötet wurde und wie hoch erhitzt wurde. Es geht nämlich darum, dass wenn man etwas erhitzt, etwas stark erhitzt, dass dann die ganzen Mikroorganismen sterben oder sehr viele Mikroorganismen sterben. Und das ist jetzt nicht, dass ich jetzt sage, hey, das sind auch Lebewesen. Es sind Lebewesen und die sollte man nicht töten. Nein, es geht darum, dass diese Mikroorganismen sehr gut für unseren Körper sind. Das zeigen diverse Studien und viel wichtiger, das sagt mir auch mein Bauchgefühl. Wir sind so voller Lebewesen, auf 1 cm unseres Darminhaltes leben
100 Mal mehr Lebewesen, als es Menschen auf der Erde gibt. Für 1 Zentimeter unseres Darminhaltes. Und entsprechend ist alles in einem gewissen Flow. Die ganzen Lebewesen. Und wenn man etwas abtötet, bevor man es zu sich nimmt, fühlt sich das nicht gut an. Entsprechend, ja, ist das auch ein Grund, warum ich lieber den Tee, ja, rohköstlich zu mir nehme. Und letzter Grund ist natürlich noch, dass viel mehr Polyphenole aktiv sind, als wenn man den Tee erhitzt. Polyphenole, ihr kennt Polyphenole schon zu Genüge, wenn ihr lange auf meinem Kanal seid. Vor allem der Apfel hat auch extrem viel Polyphenole und daraus resultiert auch die große gesundheitliche Wirkung des Apfels. Ja, wie funktioniert das denn überhaupt genau? Also, wie macht man denn so einen Auszug? Ja, das ist eigentlich recht einfach. Man nimmt einfach den Tee und schmeißt ihn ins Wasser, ins kalte Wasser. Und dann wartet man ungefähr, je nach Teesorte und je nach eigenen Geschmack, da gibt es halt eben auch Unterschiede, 3 bis 24 Stunden, um ja, seinen Tee dann zu trinken. Man kann diesen Tee sowohl nochmal filtern, also die Blätter rausnehmen und wegschmeißen, oder man kann auch einfach pürieren und die Blätter dann mit essen, trinken. Wenn man das denn tut, hat man wieder das Problem, dass man Strom braucht. Ansonsten, ich mache es meistens so, dass ich einfach die Blätter dann rausnehme und für den nächsten Auszug mit reinnehme und dann die Zeit verdopple. Das heißt, wenn ich 3 Stunden gemacht habe in dem Auszug, mache ich beim nächsten 6 Stunden. Und ja, und dann ein drittes Mal funktioniert es meistens nicht, dass kaum noch Geschmack vorhanden. Zumindest aus meiner Erfahrung. Und umso länger man diesen Tee in dem Teewasser bläst, in dem kalten Wasser, umso mehr erhöht sich auch der Anteil der Gerbstoffe. Die Gerbstoffe, Tannine, korrelieren mit einer positiven Gesundheit, um es mal vorsichtig auszudrücken, um einfach zu sagen, hey, das, um jetzt nicht irgendwelche Streitigkeiten anzufangen über Gerbstoffe, weil da gibt es auch andere Ansichten, aber generell kann man schon sagen, dass ein hoher Anteil an Gerbstoffen, hoher Anteil an Bitterstoffen generell immer eher förderlich für die Gesundheit ist. Und ja, und entsprechend lasse ich persönlich meinen Tee immer über Nacht, und das sind dann meistens so zwischen 12 und 18 Stunden, ziehen und trinke dann den Tee. Es ist auch funktioniert auch immer ganz gut im täglichen Rhythmus, dass man einmal am Tag den Tee aufsetzt und den Tee des Vortages dann trinkt, und so bleibt da eigentlich immer eine gute Dynamik übrig. Wenn der Tee dann zu bitter ist, weil es gibt verschiedene Teesorten, ich experimentiere auch, wobei ich eigentlich ja, immer wieder bei meinen 5 Teesorten aus Roberts Teehaus stecken bleibe, weil das einfach von der Qualität ja, unerreichbar ist, zumindest auch für den Preis. Und ich habe euch schon mal ein Video gemacht zu den Teesorten, ich verlinke euch das oben und ja, oder unten. Ja, und ja, da bleibe ich immer wieder dabei fest. Und vor allem bei einem Tee, das ist der Gyokuru Asahi. Und dieser Tee wird generell eh nur bei 60 Grad, sollte der erhitzt werden, um dass er sein Aroma entfaltet. Und der ist nach einer halben Stunde, nach einer Stunde, hat der Tee so ein richtig schönes Heuaroma, so ein Grasaroma. Und ja, ist einfach nur für mich der beste Tee auf Erden noch. Den verlinke ich euch unten. Und ja, das ist so, wie ich die Sache handhabe. Wenn der Tee dann fertig ist und man den Tee dann rausgenommen hat, dann mache ich das Glas zu, habe so ein großes 5 Liter Glas und stelle das in den Kühlschrank. Warum und weswegen, kann ich nicht sagen, aber ich habe den Eindruck, wenn ich das zu lange draußen stehen lasse, jetzt gerade bei Temperaturen zwischen 30 und 40 Grad, dann, ja, wenn ich sage, der kippt nicht um, der Tee, aber der hat irgendwie, man entwickelt so ein komisches Aroma, wenn ich den in den Kühlschrank stelle oder in den Keller, dann nicht. Ja, und ja, was generell für Teekonsum spricht, ist, dass der Tee eben natürlich im Gegensatz zur Limonade oder zur Cola oder zu anderen Dingen, ja, beim Kaffee wäre ich vorsichtig, habe ja schon mal ein Video gemacht zum Kaffee, ich trinke selber keinen Kaffee, aber die Tendenz geht eher dahin, dass Kaffee eher ein gesundes Lebensmittel als ein ungesundes Lebensmittel ist, aber zum Beispiel Alkohol ist definitiv auch ein ungesundes Lebensmittel, auch wenn wieder einige sagen, ja, in Maßen könnte es gesund sein, aber es gibt das, was der Alkohol erreicht, das erreichen andere Dinge leichter, und deswegen sollte man Alkohol generell meiner Meinung nach als ungesund klassifizieren, für sich im Gehirn hat man es leichter,
höchstens man ist jetzt wirklich abhängig vom Alkohol, dann kann man natürlich versuchen, mit kleinen Dosen sich über Wasser zu halten. Aber der Tee an sich ist ein sehr gesundes Lebensmittel und umso mehr freut es mich, dass ich dieses gesunde Lebensmittel auch in einer Art und Weise verarbeiten kann, nämlich in dieser Form der rohköstlichen Variante, dass ich einfach total im Reinen bin damit, was ich zu mir nehme an dem Getränk. Weil gerade bei Getränken erwischt es mich immer wieder, dass ich mal irgendwas Ungesundes, wenn ich irgendwie auf Reisen bin und eine Tankstelle und da hole ich mir, ich habe das schon mal in einem anderen Video gesagt, habe ich mir auch mal so eine Red Bull Cola geholt oder sowas. Das passiert manchmal monatelang jetzt oder nicht und dann ist dann halt doch mal, dass ich dann in zwei Wochen hintereinander irgendwie reise oder Tankstelle gehe und so eine Red Bull Cola dann hole. Und ja, das ist halt einfach schade. Einfach nur schade, weil mit dem Tee hast du eigentlich immer was dabei, musst halt eben nur dran denken, was mitzunehmen. Und ja, das ist meine Empfehlung, einfach den Tee rohköstlich zu sich zu nehmen. Ich würde das gar nicht mal Empfehlung nennen, ich würde sagen, es ist meine Erfahrung, die ich heute mit euch teilen möchte. Probier das aus, man nennt das Auszug. Verschiedene Teesorten haben verschiedene Effekte. Ich kann sagen, dass grüner und schwarzer Tee natürlich, also von meinem Geschmack her, wirklich so bei 12 Stunden, bei 14 Stunden dann wirklich langsam reicht. Gerade wenn diese Teesorten sehr hochwertig sind und sehr viel abgeben an Geschmack, wie der Jasmin Pearls Tee, den kann ich wirklich nur 12, 14 Stunden drin lassen. Und ja, und dann gibt es Teesorten wie Kräutertees, was im engeren Sinne ja gar kein Tee ist, aber Kräutertees, Früchtetees, solche Dinge, die könnt ihr 48 Stunden drin lassen und da passiert gar nichts. Ja. Vielleicht habt ihr auch schon Erfahrungen gemacht mit den verschiedenen Teesorten. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns unten mal unterhalten können über quasi die rohköstliche Variante vom Tee, was ihr da schon für Erfahrungen gemacht habt. Denn jeder wird sicherlich mal eine Zitronenscheibe oder eine Gurke ins Wasser getan haben und dann hat er auch irgendwo das Prinzip halt schon angewendet. Und ob man das auch schon für Tee angewendet hat. Denn gerade bei Tee und gerade durch das Abkochen entsteht halt so viel, wird so viel dem Tee genommen, an Mikroorganismen, und ich hatte ja schon mal ein Video gemacht zu den Parasiten, dass es halt auch einige Parasiten gibt, die tatsächlich eigentlich gar keine Parasiten sind, sondern Symbionten und die sehr wichtig sind für unser Immunsystem. Und da gibt es viele, viele andere Mikroorganismen, die wir noch gar nicht mal festgestellt haben, die auch sehr wichtig für unseren Körper sind. Der Mensch sollte etwas demütig sein, wenn es immer darum geht, Dinge als gut oder schlecht zu beurteilen. Er hat sich schon sofort so oft geirrt. Sei es Arsen, was als Nervengift damals entdeckt wurde und dann festgestellt wurde, es ist essentiell. Sei es Aluminium, wo alle Welt und auch heute noch davor warnt und bloß kein Aluminium. Obwohl Aluminium seit neuestem, wahrscheinlich Professor Dr. Leitzmann hat es in seinem Buch, ich glaube Ernährung des Menschen, hat er eine Studie gezeigt, wo man bei Ziegen, oder waren es Schafe, komplett das Aluminium entzogen hat und die Sterblichkeit nach oben gegangen ist, Fehlgeburten hoch. Aluminium ist wahrscheinlich genauso essentiell und ja, der Mensch ist relativ schnell dabei zu urteilen und die Dosis macht das Gift. Das ist ein Spruch, der leider viel zu oft in einem Zusammenhang gebracht wird, der nicht relevant ist. Aber letztlich ist es doch der Wahrheit entsprechend. Gut, wir sehen uns in den Kommentaren. Rohkosttee, ich bin gespannt. Bis dann.